Hier läuft die Unreal-Grafik-Demo auf einem Android-System. Das ist soweit noch nichts Besonderes. Die Grafik-Demo gibt es schon eine Weile. Und es gibt viele Spiele, welche die Unreal-Engine nutzen, auf Android und iOS. Aber das Besondere ist, wir befinden uns hier am Stand von Intel. Also das System läuft auf dem neuen Atom-Prozessor Z2580. Ein Teil der Clover Trail Plus-Plattform, die im 32-Nanometer-Verfahren hergestellt wird. Der Prozessor arbeitet mit 2 Kernen und Hyper-Threading bei 2 GHz. Und der Grafikkern soll 3-mal schneller sein als bisherigen Atoms, die in Smartphones zum Einsatz kamen, und arbeitet mit 533 MHz. Eines der ersten Smartphones, welches einen Intel-Prozessor nutzt, der Clover Trail Plus-Plattform, ist das K900 von Lenovo.